Willkommen zu SFS 1.5 Foundation Update. Wir sind hier gerade im Editor. Wir werden gleich mit unserer Mission anfangen, nämlich den Weltraum zu kolonisieren. Ich habe ja, wie schon erwähnt, in 1.4 einige Raketen gebaut. Da seht ihr es, Atlantis 1, 2, 3, 4, 5. Vergesst die Zahlen dahinter, die gelten wahrscheinlich nicht mehr. Die Frontierdüse, die ich sehr häufig verwendet habe, ist jetzt nämlich schwächer gemacht worden, aber auch effizienter. Gucken wir uns mal kurz die Atlantis 1 an. So sieht sie aus. Wenn ihr mich schon länger guckt, dann solltet ihr die auch kennen. Ich habe nämlich einmal einen Satelliten in einen Erdorbit gebracht, also in 1.4. Und da habe ich eine SSTO-Rakete benutzt, also eine einstufige Rakete zum Erdorbit. Die habe ich natürlich jetzt nochmal ein bisschen überarbeitet, bisschen kleiner gemacht. Dadurch, dass die Frontierdüsen jetzt effizienter geworden sind, braucht sie einfach weniger Treibstoff. Und ich habe natürlich auch vor, die Raketen wieder zu landen. Nicht, dass ich die wieder verwenden würde, aber man kann sie wieder verwenden. Und ich versuche das ohne Fallschirme zu machen. Also ihr seht, hier sind keine Fallschirme an der eigentlichen Rakete. Das können wir hier einfach mal entfernen, weil wir zuallererst einen Satellit in einen Erdorbit bringen werden. Und dazu nehmen wir uns hier einfach mal die Kolibri-Düse und einen Tank. Die Kolibri-Düse hieß halt vorher Grasshopper, also Grashüpfer. Und ihr seht, ich habe hier den Symmetrie-Modus an. Das macht das halt ein bisschen leichter beim Bauen. Was ich ein bisschen doof finde, ist, dass man die Sachen erstmal bauen muss und dann drehen kann. Kann ich leider nicht ändern. Einfach um ein bisschen Platz zu sparen, wurde das weggelassen. So, noch ein Fallschirm oben drauf. Ja, wobei, das kann man noch eins weiter runter machen. Und dann haben wir schon einen kleinen Satelliten. Das muss ich hier nochmal kurz ändern. Dann färben wir den mal ein, machen wir den mal hier einfach grau. Und hier, ich weiß nicht, wie sehen Satellitenschüsseln aus? Weiß. Eigentlich einfach nur weiß. Egal, machen wir den nochmal metallic, grau und starten dann schon mal. So, hier sind wir auf der Erde und ich würde sagen, starten wir einfach die Rakete und kolonisieren das Weltall. Dieser einfache Satellit ist halt nur für einen Erdorbit gedacht. Wenn ich in einem Mondorbit will, brauche ich dann wahrscheinlich die etwas größeren Raketen. Ich werde nicht alle sofort zeigen, ich weiß noch nicht mal, ob ich alle brauchen werde. Aber die Atlantis 1 werden wir auf jeden Fall hier schon mal brauchen. So, 2 Kilometer Höhe. Ich würde sagen, langsam beginnen wir mal mit dem Drehen. Fühlt sich zumindest für mich so an, aber ich glaube, das Drehen ist ein bisschen schwerer geworden seit der 1.4. Kommt mir einfach nur so vor, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr andere Erfahrungswerte. Aber als ich das erste Mal hier wieder die Rakete gestartet habe, kam es für mich schwerer vor. Die Apoapsis wird jetzt einfach nur in einem simplen Punkt angezeigt. Finde ich leichter zu erkennen, leichter zu wissen, auf welcher Höhe das genau ist. Die gestrichelte Linie war manchmal ein bisschen verbuggt, sage ich mal.
Wir setzen den Satelliten einfach nur in einem niedrigen Erdorbit ab und landen dann wieder und fliegen dann mit der Kolibridüse vom Satelliten weiter. So, da sind wir angekommen im Weltraum und geben weiter Schub. Bisschen eindrehen. Bisschen mehr sogar. Je näher man halt der Apoapsis ist oder der Periapsis, der niedrigste Punkt, desto effektiver ist es auch. So, niedriger Erdorbit. Speichern wir mal kurz, weil ab jetzt kann eine Menge schief gehen. Einfach schnell speichern. Okay, wir gehen mal kurz rüber zum Satellit. Und haben jetzt einen Satelliten in einem niedrigen Erdorbit. Wir werden ihn noch höher bringen. Aber erstmal möchte ich versuchen, die Rakete zu landen. Ich deaktiviere einfach die äußeren beiden Frontierdüsen, damit es weniger Treibstoff verbraucht. Wir haben noch 16%, das sollte mehr als genug sein. Als ich es das letzte Mal versucht habe, habe ich, glaube ich, 13 oder 14 gebraucht. Jetzt fahren wir mal die Landebeine ein und deorbitieren uns selber. Ja, Musik ist auch wieder da, wie ihr im Hintergrund hören könnt. In der 1.4 war es ja leider nicht der Fall. So, jetzt steigen wir langsam wieder ab. Bei 10 Kilometern zünden wir nochmal kurz die Düse. Ja, die ganzen Icons hier wurden auch ein bisschen überarbeitet, also die Planeten und Monde sind ein bisschen farbiger gestaltet. Auch die Jupitermonde haben jetzt etwas mehr Farbe bekommen. Sieht alles ein bisschen hübscher aus, finde ich. Okay, wir erreichen gleich 10 Kilometer. Wir sollten jetzt mal kurz die Düse aktivieren. So, und stopp. 500 Meter pro Sekunde sind wir jetzt schnell, sollte reichen. Dann machen wir das mal auf 70, ja. Und warten jetzt noch ein bisschen. Nämlich bis wir auf einer Höhe von 1,1 Kilometer sind. Darauf habe ich mich etwa eingestellt, um die Rakete hier zu landen. Wir haben noch 8,6% Treibstoff. Und jetzt zünden wir einfach mal die Düse. So, wir sind ziemlich schnell, aber wir werden auch ziemlich schnell wieder langsam. Ich muss die Landebeine ausfahren. Jetzt können wir landen. Wir haben noch 5% Treibstoff, das reicht locker. So. Und
gelandet. Perfekt. 3,6% Treibstoff haben wir noch. Hätte kaum besser laufen können. Okay, dann gehen wir mal kurz rüber zum Satelliten. Schalten die Kolibri-Düse an. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bringe den Satellit auf so eine Höhe von vielleicht 100 Kilometern. Na komm schon. Da, RCS. Kilometer hier. Ich glaube, den können wir sogar noch höher stationieren. Ja, machen wir mal 200. 200 Kilometer. Stopp. So, und, jetzt wandert das schon, es fängt schon an zu wandern, aber wir wollen noch nicht, dass es wandert. So, perfekt. Lassen wir einfach hier, wir haben noch 55% Treibstoff, schalten einfach die RCS-Düsen aus und hätten damit schon mal den ersten Teil geschafft. Können jetzt hier noch die Mission beenden. Also, obere Atmosphäre erreicht, die Atmosphäre verlassen, einen schwachen Erdorbit erreicht, die obere Atmosphäre erreicht, die untere Atmosphäre erreicht und sicher auf der Erde gelandet. Ja, Leute, ich glaube, das war's jetzt mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst auf jeden Fall ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.